Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Hamburger Hochbahn AG ist unser Partner. Das Hochbahnmagazin ist Business TV. Hallo und herzlich willkommen zum Hochbahnmagazin. 37 der insgesamt 89 Hamburger U-Bahn-Haltestellen sind für mobilitätseingeschränkte Menschen zu erreichen. Bis 2015 sollen 20 weitere Stationen barrierefrei ausgebaut werden. Ein ehrgeiziges und auch teures Ziel, rund 30 Millionen Euro soll dieses Großprojekt kosten. Doch es wird mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet, denn für viele Menschen ist es schwer bis unmöglich, die Bahnsteige zu erreichen. Silke Dammann ist seit 20 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. Damit sie, so wie alle anderen auch, den öffentlichen Nahverkehr uneingeschränkt nutzen kann, engagiert sie sich bei der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen. Diese setzt sich für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen ein. Auf dem Weg zur U-Bahn musste Silke Dammann schon häufig wieder umdrehen. Wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, ich bin eben auf diesen angewiesen. Haltestellen, wo es nur Treppen gibt, die sind für mich tabu. Da komme ich dann nicht auf den Bahnsteig, fahre ich nicht mit. Hier am U-Bahnhof Ohlsdorf hat Silke Dammann keine Probleme, den Bahnsteig zu erreichen. Mit dem Fahrstuhl geht's ein Stockwerk höher. Die Haltestelle Ohlsdorf ist eine von 37 bereits barrierefreien Bahnhöfen Bahnsteig in Hamburg. Zu den Zügen der Linie U1. Links Gleis 2 in Richtung Norderstedt, Mitte. Rechts Gleis 1. Auf dem Bahnsteig gibt es eine Extrafläche, die den Einstieg in die Bahn mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl erleichtert. In diesem Bereich vom Bahnsteig ist der Bahnsteig also erhöht und der Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und Zug ist dann eben geringer und ich kann da entsprechend besser reinkommen. Wenn ich hier also entsprechend in die Bahn einsteige, dann müsste ich bei meiner Zielhaltestelle auch wieder bei einem erhöhten Bereich rauskommen. Deswegen ist das wichtig, dass ich eben in diesen markierten Bereich einsteige. Damit Silke Dammann auch bald überall in Hamburg ihr Fahrziel mit der U-Bahn erreichen kann, hofft sie auf eine schnelle Umsetzung der Barrierefreiheit an den Bahnhöfen. Auch Carsten Warnke engagiert sich bei der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen. Mit einem 10-prozentigen Sehvermögen kann er nur schemenhaft seine Umgebung wahrnehmen. Das bedeutet im Grunde genommen, wenn Sie aus 10 Meter Entfernung einen Text erkennen können, dann kann ich den erst aus 1 Meter Entfernung erkennen. Umso wichtiger, dass der Weg zur Bahn kontrastreich gestaltet ist. Die weißen Linien am Anfang und am Ende einer Treppe dienen zur Orientierung. Der Bahnsteig selbst ist ebenfalls kontrastreich gestaltet. Auch die Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte sind durchgängig vorhanden. Dieser Leitstreifen ist eben wichtig. Der führt blinde Menschen mit einem Langstock direkt zu dem Leitstreifen, der parallel dann zum Bahnsteig längs geführt ist. Das dient natürlich auch der Sicherheit, aber auch eben der Orientierung, damit der blinde Mensch dann eben auch auf dem Bahnsteig sich zurechtfinden kann. Besonders gekennzeichnete Türen der U-Bahn erleichtern ebenfalls den Einstieg in den Waggon. Ja, hier ist erstmal der Knopf, ist kontrastreich abgesetzt, der ist aber auch fühlbar. Hier ist eine Kante, die kann mit dem Langstock gefühlt werden. Und hier hat man extra kontrastreiche Dreiecke aufgesetzt, die ein Sehbehinderter auch sehr gut dann in Augenhöhe auch sehen kann. Die Hochbahn hat bereits ein Beschleunigungsprogramm erarbeitet. Bis zum Jahre 2015 sollen demnach statt der bisher geplanten 4 insgesamt 20 Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Für Silke Dammann wären es 20 Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten mehr, um in Hamburg mit der U-Bahn ans Ziel zu kommen. Klaus Upphoff, Sie sind der Projektleiter für den barrierefreien Ausbau der Hamburger U-Bahn. Jetzt sind wir hier in der Kellinghusenstraße. Es hat ziemlich lange gedauert, bis dieser Knotenpunkt endlich fertig war. Genau gesagt seit Februar erst. Was waren denn die großen Probleme hierbei? Kellinghusenstraße ist eine der meistfrequentiertesten Haltestellen bei uns im Netz. Wir haben hier zwei Linien, die U1 und die U3. Das heißt, dieser gesamte Betrieb hat natürlich Auswirkungen auf die bauliche Tätigkeit. Bei dem Programm, was wir hier vorhatten, in Barrierefreiheit herzustellen, mussten wir auf den Betrieb Rücksicht nehmen. Insofern konnten wir nur nachts bauen. Nachts heißt in den Betriebspausen zwischen 1 und 4 und hatten dementsprechend eigentlich nur eine effektive Bauzeit nachts von rund 3 Stunden, um hier überhaupt tätig zu werden. Und das hat sich dann in der Bauzeit niedergeschlagen. Also war die Kellinghusenstraße eine ganz besondere Herausforderung für den Ausbau. Jetzt gibt es aber auch Haltestellen, die kann man eigentlich fast überhaupt nicht ausbauen. Die sind noch viel komplizierter.
Die Kellinghusenstraße war sicherlich schon eine Herausforderung für unsere Planer. Letztendlich haben wir aber noch Haltestellen im Netz, die deutlich schwieriger, noch komplexer sind. Rathaus oder den Jungfernstieg selber, wo ebenfalls die Barrierefreiheit hergestellt werden muss. Oder als Paradebeispiel können wir uns gleich gerne mal anschauen, die Sirichstraße. Im Rahmen des Projektes Winterhuder Brücken wird auch die Haltestelle Sirichstraße derzeit saniert. Deshalb weichen wir auf dem Weg dorthin auf den Ersatzverkehr aus. Doch weshalb nimmt man während der Bauarbeiten an der Sirichstraße nicht gleich auch den barrierefreien Ausbau in Angriff? Der Ausbau der Sirichstraße ist ein vollumfänglicher Ausbau. Das heißt, wenn wir hier eine Barrierefreiheit schaffen wollen, dann wollen wir zusätzlich zu dem Eingang hier an der Sirichstraße einen zweiten Zugang zur Dorotheenstraße schaffen. Die Örtlichkeit dort sieht so aus, dass wir dort nur einen Bahnsteig von der Breite von 1,50 Meter bis 2 Meter haben und somit dort natürlich komplett die Gleisanlagen und den Bahnsteig umbauen müssten. Das wiederum erfordert ein komplexes Planungs- und auch Genehmigungsverfahren. Und das war im Rahmen dieser Vorbereitung und auch dieser Durchführung leider nicht mit möglich. Trotzdem wird es an der Haltestelle Sirichstraße bereits Teilumbauten für mobilitätseingeschränkte Menschen geben. Unter anderem soll die Bahnsteigkante erhöht und saniert werden. Wonach wird überhaupt entschieden, welche Bahnhöfe zuerst barrierefrei ausgebaut werden sollen? Wir haben in den vergangenen Jahren relativ wenig Haltestellen umgebaut, maximale eine Haltestelle pro Jahr. Und um dieses Defizit jetzt im Netz zu beheben, ist mit der Landesarbeitsgemeinschaft Behinderter Menschen, aber auch mit anderen Gremien beschlossen worden, ein Programm aufzulegen. Und die Haltestellen, die wir jetzt anfassen, das sind die Haltestellen, wo wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell etwas erreichen können, um dann eben halt in den nächsten 4 Jahren diese 16 bzw. respektive 20 Haltestellen barrierefrei ausbauen zu können. Wie wir schon gesagt haben, Sirichstraße ist bis 2015 nicht mit dabei. Perspektivisch gedacht, wann wird die Sirichstraße dann noch einmal umgebaut? Die Haltestelle Sirichstraße ist Bestandteil der zweiten, also sprich der kommenden Stufe. Wenn das ganze Programm vom Senat so weiter vorangetrieben wird, wie es derzeit aussieht, dann kann man davon ausgehen, dass wir bis zum Jahre 2020 alle Haltestellen planerisch, einmal am Wickel gehabt haben und dann bis 2022, 2023 alle Haltestellen ausgebaut haben werden. Eine davon ist die Haltestelle Osterstraße. Dort treffen wir den verantwortlichen Projektleiter Markus Uthmann. Die Hochbahn investiert 2,2 Millionen Euro in den barrierefreien Ausbau der Eimsbüttler U2-Haltestelle. Mitte Juni dieses Jahres haben die Arbeiten begonnen. Was sind denn die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen sind der Einbau der beiden Aufzüge hier auf der Haltestelle. Wie lange wird das Ganze ungefähr dauern? Das ganze Bauvorhaben ist angesetzt auf ca. ein Jahr. Und sind Sie mit dem ersten Bauabschnitt, mit dem ersten Bauverlauf, kann man vielleicht noch nicht so richtig sagen, nach einer Woche bislang zufrieden? Ja, wir sind sehr gut im Zeitplan. Die ersten Arbeiten sind genau wie geplant angelaufen. Und wenn es so weitergeht, sind wir auch guter Dinge, dass wir den anvisierten Bauzeitenplan einhalten können. Und mit welchen Beeinträchtigungen müssen während der Bauzeit die Fahrgäste rechnen? Wir haben natürlich immer im Zuge von Baumaßnahmen gewisse Beeinträchtigungen, die durch Staub, ein wenig Lärm entstehen. Aber wir versuchen, diese Beeinträchtigungen für unsere Fahrgäste und die Anwohner so gering wie möglich zu halten und haben das auch im Planungsprozess weitestgehend versucht zu berücksichtigen. Ein hochfrequentierter Knotenpunkt im Nahverkehr des HVV ist die Haltestelle Berliner Tor. Täglich nutzen hier 125.000 Fahrgäste die U- und S-Bahnen. Im September 2011 sind die Umbaumaßnahmen angelaufen, nun sind sie fast abgeschlossen. Zwei Aufzüge sollen mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang zu den jeweiligen Bahnsteigen ermöglichen. Die beiden Aufzüge müssen natürlich hier auch unter Betrieb eingebaut werden. Und darüber hinaus haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass wir witterungsunabhängig arbeiten konnten. Man sieht es da hinten, wenn man hier mal so durchschaut, das Zelt, was wir dort hinten für die Treppensanierung jetzt haben, haben wir auch hier für den Aufzugbau mit angenommen und aufgebaut, sodass wir die Möglichkeit hatten, völlig witterungsunabhängig hier zu bauen. Und das schlägt sich in einer Bauzeit von knapp 8-9 Monaten nieder. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Haltestellen gesehen, die entweder im Umbau sind, gerade fertig, oder in der Planung sind, umgebaut zu werden. In Kürze, was sind denn die nächsten größeren Projekte, die anliegen? Also wir haben bislang in der Arbeitsgruppe abgestimmt, dass wir eben halt die 15 Haltestellen bis 2015 auszubauen haben. Das heißt, wir bauen jedes Jahr 5 bis 6 Haltestellen um. Die nächsten Haltestellen, die anstehen im Jahre 2013, sind Christuskirche und Emilienstraße. Da ist ja noch einiges zu erledigen auf der Agenda. Klaus Uphoff, vielen, vielen Dank für die Information. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt zunächst weiter mit den Kurznachrichten.
Ob mit der Hardack-Hafenfähre oder der ATG-Flotte auf der Alster. Im Sommer kann man Hamburgs schönste Seiten auch vom Wasser aus erkunden. Für eine Hafenfahrt benötigt man lediglich ein HVV-Ticket. Außerdem werden Touren im Elbegebiet in und um Hamburg angeboten. Auch von einem Alsterdampfer aus lässt sich Hamburg ganz individuell kennenlernen. Die ATG bietet viele interessante Alster-Touren für Touristen wie auch Hamburger an. Die Hochbahnchronik ist jetzt im Handel erhältlich. Anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Hochbahn erzählt die Jubiläumsausgabe die Geschichte ihres Entstehens und ihrer Bedeutung für Hamburg. In dem Buch werden wichtige Stationen von der ersten Idee über den Bau bis zur neuen U4-Linie anschaulich geschildert. Die Modernisierungsarbeiten der Hochbahn schreiten voran. An den Haltestellen Saarlandstraße und Sierichstraße wurden die Winterhuder Brücken bereits entfernt. Nun beginnt die Instandsetzung und Erneuerung der 100 Jahre alten Verkehrsanlagen. Ein Busersatzverkehr pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen der Kellinghusenstraße und Barmbek. Die Strecke ist voraussichtlich noch bis zum 28. August gesperrt. Es wird viel gebaut im Hamburger U-Bahn-Streckennetz, wie Sie gesehen und gehört haben. Diese ganzen Großprojekte erfordern von allen Beteiligten viel Geduld und Disziplin. In diesem Sinne, das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.